Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, es ist der 17. August 2022, es ist 8.04 Uhr und mir ist warm. Mag daran liegen, dass ich eben noch Sport gemacht habe, aber heute werden es auch wieder über 32 Grad. Die Wärme, ich muss hier weg, ich muss irgendwo hinziehen, wo es immer kühl ist. Gibt es das noch Orte auf dieser Welt, wo es nicht so warm ist wie hier? Jetzt nicht unbedingt Alaska oder Südpol, Nordpol. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich schwitze, ich weiß nicht warum, sind wahrscheinlich noch die Nachwehen. Dabei habe ich schon geduscht und mir Wasser hingestellt hier. Naja, gucken wir mal, wie wir durch den Tag kommen. Der Lüfter läuft gefühlt 24/7. Ich will die Stromrechnung nicht sehen. Aber selbst der kann irgendwann nur noch warme Luft zerwirbeln. Und das war gestern der Fall. Es klebt überall, als ob ich einen Marathon gelaufen bin. Und das bin ich nicht. Mann, ey. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich bin wieder am Start, habe schon ein paar Arbeitssachen angeguckt und werde mich gleich mal an die etwa 30 E-Mails setzen, die jetzt in den letzten 2 Tagen aufgelaufen sind. Der Großteil sind, glaube ich, nur Informationen, da muss ich nicht reagieren. Und dann ist um 10 Uhr unser Team-Meeting und dann lasse ich mich da mal auf den aktuellen Stand bringen, was so passiert ist die letzten 2 Tage. Ja, ansonsten, gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Die letzten beiden Tage waren sehr ruhig, ist ja nichts passiert. Habe gestern viel auch in der Badewanne verbracht, habe da kühles Wasser reingemacht und mich immer wieder reingelegt, in der Hoffnung, dass das ein bisschen hilft, hat auch temporär geholfen. Und ja, es wird halt nachts nicht mehr wirklich kühl, das ist halt echt, wobei heute Nacht, oh ey, die Haare, die sind jetzt schon wieder im Arsch. Naja, 21 Grad haben wir es jetzt, aber es geht halt wieder 10 Grad hoch. Ja, ich hab nichts. Habt ihr noch was? Ach nee, ist ja kein Stream, ist ja eine Aufnahme. Nächste Woche fahre ich nach Rügen. Da kühlt es aber in Berlin dann auch schon wieder ab. Also ich hätte eigentlich diese Woche nach Rügen fahren sollen, aber das wäre ja völlig in die Hose gegangen. Zumal es da auch wieder relativ warm ist, um die 30 Grad. Also, boah, hier hinten alles nass, der ganze Nacken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mir eine Eiswürfelweste zulegen, die nicht schmilzt. Irgendwie sowas. Ah. Naja, gut. Ich würde sagen, genug gejammert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Kommt gut durch den Tag. Ich ziehe mir jetzt noch ein Hemd an. Das kommt noch drüber über das T-Shirt. Weil ich ja noch nicht genug schwitze. Aber wenn ich dienstliche Telefonate führe, versuche ich immer ein Hemd zu tragen. Und ich werde dies heute mit Freude tun. Na gut, also, gehabt euch wohl, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Und heute Nachmittag, 17 Uhr, glaube ich, habe ich geplant, dann bei einem Stream mal wieder. Ich werde heute streamen. Und zwar Horizon Forbidden West. Nicht am Wochenende, sondern unter der Woche. Also, bis denne.